willkommen zu meinem neuen Video. Ich grüße alle ganz herzlich erstmal. Heute machen wir ein Zuschauervideo. Ich habe ja gefragt, was ich jetzt für Sie so kochen soll. Und der Peter Perfekt hat gewünscht sich Strudel mit Sauerkraut. Das hat die meisten Likes jetzt bekommen. Das machen wir heute auch. Ich versuche das heute zu machen. Da der Peter hat jetzt kein Rezept dazu geschrieben. Deswegen werde ich Sie heute, werde ich das Video so machen, wie ich jetzt kenne, zum Beispiel die Strudel jetzt. Eigentlich sollte das Video ja schon ein bisschen früher kommen, aber ich habe ja Hochzeit gehabt und ein bisschen Stress, war so ein bisschen alles Verzögerung gekommen. Deswegen machen wir das heute. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Fangen wir mit dem Strudel an, zu kochen. Also, für Strudel oder Strudel, ich sage jetzt schon vorher, von Anfang an, wann manche sagen Strudel, manche Strudel. Wir haben immer Strudel gesagt. Und jeder macht sie nach seiner Art. Deswegen, vielleicht wird das jetzt für manche so verwirrend, weil ich jetzt Strudel sage. Wir haben das immer so gesagt zu Hause. Also wir brauchen für die Strudel, für den Teig erstmal Kefir oder Buttermilch 500 Gramm, ein Esslöffel Schmand, ein Päckchen Backpulver, ein Ei, ca. 700 bis 800 Gramm Mehl, Salz, ca. 80 ml Butterschmalz oder ganz normale Butter, flüssige. Das ist jetzt für den Teig. Für die Füllung brauchen wir Weißkohl. Ich habe hier ungefähr 400 Gramm. Man kann auch Sauerkraut nehmen. Das ist jetzt gar kein Problem. Eine Zwiebel, eine Möhre und ca. Kilo Kartoffeln. Ich habe hier heute Schweinefleisch genommen von Nacken, ca. 500 Gramm. Salz, Pfeffer nach Geschmack und Wasser. Das sind ca. so 200 Gramm. So, wir machen weiter. Erster Schritt, wie gesagt, zuerst machen wir den Teig. Also wer zum Beispiel kein Ei will, braucht auch kein Ei dazu nehmen. Geht auch ohne. So, dann tue ich den Kefir nehmen. Ihr könnt auch mit Joghurt machen, aber ich bin nicht sicher, ob der Teig sich auch so gut verarbeiten lässt. Aber im Prinzip klappt es. Ich habe jetzt immer mit Kefir gemacht oder mit Buttermilch. So, jetzt tue ich ein bisschen Salz rein, so ein Teelöffel. Schmand kommt auch dazu. Man kann natürlich auch zur Hälfte nehmen, wenn man nicht, zum Beispiel nicht so viel machen will. Ich tue zum Beispiel immer so machen, ich mache ein bisschen direkt mehr und dann die Hälfte tue ich mir einfrieren und beim nächsten Mal habe ich schon fertige Strudels. Dann hat man nicht mehr das Problem, den Teig zu machen. So, jetzt kommt das Mehl rein. Backpulver. Und so langsam werde ich jetzt einen Teig davon herstellen. Also ich habe jetzt den Teig gemacht. Wie ihr seht, mir hat diese 700 Gramm Mehl gereicht. Also braucht man auch nicht mehr. So muss der Teig sein, das so ist okay. Jetzt lege ich ihn weg und er kann sich ein bisschen ausruhen. Es geht weiter. Zweiter Schritt, ich werde erstmal jetzt die Strudels vorbereiten. Der Teig hat sich ein bisschen ausgeruht, so circa eine halbe Stunde. Man kann auch länger, es genügt aber. Ich teile sie jetzt zu zwei Hälften, dann kann man sie auch besser ausrollen. So. Den werden wir jetzt ausrollen. So, soweit ist er, ist jetzt soweit fertig. Ungefähr so. Jetzt nehme ich mir den Butterschmalz flüssigen, man kann auch normale Butter nehmen. Oder auch Sonnenblumenöl kann man auch nehmen, wer mag. Das schön verteilen. Mit den Händen. Und dann noch so ein bisschen ziehen. Also das hat immer meine Mama so gemacht, damit der Teig noch ein bisschen dünner wird.
So, jetzt werde ich den zusammenrollen. Manche tun so als Füllung hier noch so Zwiebel drunter. Aber ich mag es einfach so, ohne nichts. Wie gesagt, wenn es zu viel für jemand ist, kann man einfach die Hälfte einfrieren. Das wird wunderbar halten und man hat beim nächsten Mal schon fertig alles. So ungefähr so. Jetzt werde ich sie schneiden. Wie groß sie sind, muss jeder selber entscheiden. So, ungefähr so. Das gleiche mache ich jetzt auch mit dem anderen. Also ich werde jetzt als nächstes das ganze Gemüse hier schneiden. Es geht weiter. Ich werde jetzt erstmal das Fleisch scharf anbraten, dann das ganze Gemüse und dann kommen die Kartoffeln und der Weißkohl dazu. Ich wollte noch sagen, wer zum Beispiel keine Kartoffel will oder kein Weißkohl, man kann es nur mit Sauerkraut machen oder nur mit Kartoffel. Es gibt verschiedene Varianten, so wie es jeder mag. Und wer kein Schweinefleisch will, kann auch Puttenfleisch nehmen, kann auch Hähnchenfleisch nehmen. Also ich habe jetzt das Fleisch ein bisschen angebraten, scharf, so ungefähr 2-3 Minuten. Jetzt salze ich das ein bisschen. Jetzt kommt das ganze Gemüse direkt rein. Ich werde das alles zusammen gleich rein tun. Ein bisschen anbraten. Pfeffer und Paprika kommt auch dazu. Es geht weiter. Ich habe jetzt das Gemüse mit dem Fleisch ein bisschen angebraten, also circa 3-4 Minuten. Jetzt kommt der Rest dazu. Jetzt kommen die Kartoffeln. Weißkohl kommt auch dazu. Und ich tue ein bisschen Wasser da rein. Also ich werde das Ganze noch ein bisschen salzen. Den Deckel mache ich jetzt zu und bei mittlerer Stufe lasse ich das so erstmal 10 Minuten ein bisschen köcheln. So, es geht weiter. Jetzt kommt der letzte Teil. Es ist alles schön am Kochen. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt mich entschieden, noch ein bisschen Wasser dazu, weil es war mir ein bisschen zu wenig. Wenn ihr meint, es ist zu wenig Wasser, tut einfach ein bisschen mehr Wasser dazu. Ich habe noch ca. 100 ml Wasser dazu gegeben, damit es nicht so trocken wird. Ich mag es ein bisschen mit Brühe. Jetzt tue ich die Struli so einfach drauflegen. Ich hoffe, ich mache das auch so richtig, wie der Peter sich das gewünscht hat, weil ich kenne nur das so. So, jetzt mache ich den Deckel zu. Lass so ungefähr 10 Minuten höchster Stufe. Danach werde ich das, so, bei mir ist jetzt 9, dann mache ich das auf 4 und Deckel bitte nicht aufmachen, so circa noch 30 bis 40 Minuten. So, nach ungefähr 10 Minuten werde ich jetzt den Herd auf niedriger Stufe stellen. So, und das soll jetzt langsam köcheln. Also ich schaue jetzt nach meinen Strulis. Es sind jetzt circa 40 Minuten vorbei und ich denke, die sind jetzt soweit fertig. Ich schalte den Herd schon mal aus. Und den Deckel mache ich auf. Oh ja. So, ich hole sie jetzt erstmal raus. Ich wollte es nur zeigen, ob es bei mir auch was angebrannt ist. Ist nichts angebrannt. So. Ein bisschen umrühren alles. Meine Struli sind ja soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich denke, ich habe alles richtig gemacht, was sich Peter gewünscht hat. Wenn nicht, kann er mir schreiben. Vielleicht habe ich auch was anderes gemacht, falsch. So sehen sie bei mir aus, meine Struli. Wenn man sie zum Beispiel nicht mehr alle aufgegessen hat, man kann sie ja in den Kühlschrank stellen und sie wunderbar anbraten, schmecken sie immer noch ganz gut. Viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.